Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Info Thüringen. Wir kaufen jetzt eine Fräse, ein bisschen Setzlinge für Bäume und dann werden wir so zurückfahren und gleich fräsen. Jetzt verkaufen wir eine einfache Fräse. Kaufen wir einmal. Brauchen wir nicht. So. Also hier, dort. Gruppe. Forstmaschinen. So, schau mal. Hier haben wir einen Spezialmod. Ob das klappt. Grünes Haktor. Damit kann man ganze Bäume zerschreddern. So. Was Gutes. Dann brauchen wir noch. Ob wir alles haben. Dann brauchen wir noch was Schönes. Und zwar Setzlinge. Und zwar. Mit ein paar mehr Bäumen. Das fahren doch undämlich. Düngetank. 200 Stück, die kosten zwar 10.000, aber wir brauchen die drauf fahren. Aber noch mehr? Nö. So, jetzt haben wir das gekauft. Jetzt werden wir uns mal den Sämaschine, könnte ich sagen, Pflanzmaschine für Bäume hinten anhängen. Und dann vorne die Fräse. Ja, rückwärts fahren, Junge. Halt so schwer. Ja, anscheinend doch. Gut, habt ihr ready? Das war's dann mal. Bisschen kleiner Platz. Den linken. Jetzt werden wir gleich Bäume mitnehmen. So, nach oben da hinten. So, jetzt haben wir 200 Stück. Dann werden wir auch mal 200 Bäume pflanzen, weil wir das Face da haben. Dann können wir jetzt leicht loslegen. Da kann es über Nacht schon mal wachsen. Wenn wir, ja, verkehrt. Das werden wir auch nicht groß hier sehen, nächsten Tag, weil da Bäume wachsen echt langsam. Das sind halt Bäume, ne? Vollgas, Junge, Vollgas! Ich muss mal ganz kurz meinen Countdown zählen, wo ist er hier da? Ich muss auch starten, ne? Oh, sind ja links am Feld, das ist nicht so gut. Spiegel, kommt keiner? Sehe ich keinen. Hab Glück gehabt. Blindflug hier.
Ich glaube, der kann noch Bäume klauen. Das bietet sich gleich an, da können wir gleich unsere Birke entfernen, die hier am Weg steckt. Für ein Cosplay. Denn vorher wieder vergessen. Ist ja meistens so. Ja, das ist ärgerlich. Garantiert ist dann die irgendwo abgestellt, bis alles wieder vorbereitet ist und gemacht ist. Sind wir jetzt wieder um. Also gleich fertig machen. Die Birke muss weg und der Rest Kleinholz. Junge, Vollgas, ganz eilig. Solange wie hell ist, kann man tun. Eine sehr gute Fräse. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine Fräse, die auf Silage aufladen kann. Und Silage machen wir hier vorläufig nicht. Oder ich mache mal ganz großen Stil Silage. Und das hier auch wieder. Also zurzeit geht sowieso nicht mehr Felder, haben wir sonst nicht. Sollen wir mal sehen, ob wir beide Fälle nochmal gedüngt bekommen. Zumindest eins. Und garantiert Unkraut. Da muss ich auch noch weg. So, jetzt sind wir schon mal da. In unserem guten Hof. Außenansicht. Das Bruchstück hier geht muss weg. Naja. So, wenn wir auf vorne ausklappen. Ups. Ausklappen. Ah! Einfach ist das. Ups! Wo wäre ich jetzt der Baum? Ah, der muss auch noch weg. Perfekt, Junge, perfekt. Das erste Mal in Action. So. Und dann holt sie auch weg. Ja genau, dann sind wir jetzt mal zu Holz hier weg. Da sind wir ganz schön im Weg. Oder wollen wir noch einen Hänger anhängen und schon das Holz anhängen, das sieht eigentlich nicht so. Zaun auch weg? Nein. Gut. Dann machen wir uns um das. Machen wir die Fräse, die Bäume weg. Nicht Bäume, nicht die. Die Stumpen mal gleich weg. Dann pflanzen wir gleich neu.
habe das Prinzip verstanden. Ich muss die Phase hochhalten. Dann kann er das entsprechend so nehmen wie dann ist er absenken. Also schon weg. Mal auch einmal die Bäume, dass man das kann. Fährt er euch besser, ne? Wir können doch die Kamera ein bisschen austexten. Nehmen wir doch dabei ein bisschen. Aus Unternehmen. Gib die Kamera ein bisschen mehr nach rechts und dann stürzt sie mal rein um. Und ein bisschen hoch. Ja. Ein bisschen hoch. Jo, gut. Mit dem kann ich leben. Voll ist der 3%. Können wir gleich die ersten Bäume platzen? Gehen wir vorne auch aus. Hochheben. Hört sich besser. Dann gleich vom Schild an die erste Reihe pflanzen. Mal gucken, wie der Pflanzabstand ist. Das heißt, hier werden wir gleich mal schauen. Und zwar auf Helfer. Steht nichts. Ja, ja. das habe ich befürchtet. Okay, das ist da wollten wir warten. Den LKW wollte ich erst holen. Zeit. Ja, fahren wir erstmal los und holen von Eule Bäume. Alles einig, ja, das ist gut.
Meistens fahren zwei, drei hintereinander bei den Autos hier. Also ein Risiko. Und tragisch, ne? Passiert ja nichts. Platz da. Heilig. Die ganze Mühe mit der Pflanze heilig machen brauchen. Ne? Gut, nutzt alle nichts. Aufladen. Mit dem Aufladen können wir auch entsprechend den Aspekt fräsen und dann weiterfüllen. Zu einer Länge von 8 Meter. Das heißt 4. Ich habe 4,20. Jetzt wieder abladen. Okay. Ja, 4,20 ist ein bisschen wenig. Macht's auch. Wenn wir nächstes Mal den Ball mit kürzer machen, auf 6 Meter oder so, kriegen wir auf. Können wir auffahren? Später wird es sehr schwierig. Also schöne Ladung, ne? Wie gesagt, nicht einen Bäumen kürzer machen, dann können wir nämlich den ganzen Dinger aufsetzen. Wenn wir jetzt so hoch drauf sind, muss man aufpassen, wenn die hier umfahren. Chance sehr, sehr groß. So, liebe Freunde, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich gerne freuen über ein Like. Auch gerne über ein Abo. Ansonsten hören und sehen wir uns. Ich hoffe, es sieht man zur nächsten Folge. Ich sage tschüss und wir gewinnen. Bis dann. Ciao, ciao.